Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist was sehr Interessantes in der GTA-Welt passiert, denn ein Voice-Actor, der in der Vergangenheit mit GTA 6 in Verbindung gebracht worden ist, hat etwas sehr Interessantes in Bezug auf GTA 6 gemacht, beziehungsweise nicht eher direkt, sondern indirekt. Jemand aus seinem Umkreis hat auf Fragen über GTA 6 reagiert, die sehr interessant zu sein scheinen. Die GTA-Community redet drüber und natürlich müssen wir auch auf diesem GTA 6-Kanal drüber spekulieren und hierbei bin ich natürlich sehr auf eure Meinung gespannt. Was auch ziemlich geil ist, ist mein Partner JG Gaming. Dort bekommt ihr GTA Online Boosts und GTA Online Dollar für einen sehr günstigen Preis. Bald kommen noch die DLCs zum Beispiel und mit meinem Code GTA16 bekommt ihr nochmal 10% Rabatt und momentan ist sowieso eine Rabattaktion auf der Seite und ihr könnt euch insgesamt 40% Rabatt sichern auf die schon vorhandenen billigen Preise. Also gönnt euch was und spart Geld für das kommende Sommer-DLC. Kommen wir jetzt erstmal sofort zu diesem Video hier. Vielen von euch sagt der Name George Consejo was. George Consejo wurde in der Vergangenheit mit GTA 6 in Verbindung gebracht. Er hat damals einen sehr merkwürdigen Tweet gemacht, dass er nicht viel sagen kann, weil er an NDAs gebunden ist. Denn in der Vergangenheit ist ein Lebenslauf von George Consejo aufgetaucht, wo drin stand, dass er für Rocksteady Games gearbeitet hat und an GTA 6 beteiligt war mit dem Namen The Mexican. Die Fans sind hier sehr gespalten, ob dieser Lebenslauf fake ist, denn Rocksteady Games ist sehr komisch geschrieben, auf jeden Fall. Das S beim Star ist groß geschrieben, obwohl es halt normalerweise klein geschrieben werden müsste. Ob das dann wirklich real ist, ist eine andere Frage. Viele glauben das, viele glauben es nicht. Es ist natürlich immerhin eure Entscheidung, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Aber ich finde es definitiv sehr interessant. Natürlich kann auch in der Vergangenheit einfach nur gesagt haben, hier, ich kann nichts sagen, ich bin an NDAs gebunden. Macht ihn natürlich viel interessanter, als wenn er von Anfang an sagen würde, ich bin an GTA 6 nicht beteiligt. Aber wer weiß das schon. Es kann definitiv sein, dass er in GTA 6 beteiligt ist, weil ja auch GTA 6 an der Narcos-Serie orientiert sein soll. Und die Mexikaner bzw. der Mexikaner könnte man sich in GTA 6 schon wirklich sehr gut vorstellen. Nun ist Folgendes auf Twitter passiert. Consejo, der Sohn von George Consejo, hat auf GTA 6 reagiert. Jemand hat ihn gefragt, ob wir dieses Jahr eine Ankündigung in Bezug auf GTA 6 bekommen werden. Daraufhin hat Consejo diese Frage retweetet. Was er damit gemeint haben könnte, ist eine andere Frage. Meint er damit, ja, wir bekommen dieses Jahr eine Ankündigung? Oder meint er damit, nein, wir bekommen dieses Jahr keine Ankündigung? Beziehungsweise wollte einfach nur Aufmerksamkeit, ja, das kann natürlich auch sein. Dann hat ein User geschrieben, wir werden nichts in Bezug auf GTA 6 hören bis November 2021. Das hat Consejo auch retweetet. Also könnte er hier zwei Informationen auf einmal gegeben haben, dass wir dieses Jahr eine Ankündigung zu GTA 6 hören werden, aber nicht bis November 2021, sondern erst dann danach. Ob wir dieses Jahr eine Ankündigung hören werden, sehen werden, ist eine andere Frage, aber ich hoffe es wirklich sehr. Denn GTA 6 soll ja laut den meisten Insidern und den seriösen Berichten 2023/24 erscheinen und dann muss es spätestens nächstes Jahr angekündigt werden. Wie gesagt, die Frage ist halt wirklich da, ob dieser Sohn von George Consejo Informationen zu GTA 6 hat. Ich sag mal so, wenn mein Vater bei Rocksteady Games arbeiten würde, beziehungsweise an GTA 6 beteiligt sein würde, er würde mir schon Informationen zu GTA 6 preisgeben. Die Frage ist halt, ob es George Consejo auch machen würde, beziehungsweise ob sich der Sohn trauen würde, überhaupt irgendwas in Bezug auf GTA 6 zu beantworten, denn George Consejo, der Vater, wäre dann wirklich dran, ja. Rocksteady Games macht da, denke ich mal, keine Ausnahmen. Wenn George Consejo ein NDA unterschreibt, dann darf er sicherlich auch nichts seiner Familie erzählen. Und wenn es dann doch passiert, dann ist George Consejo dran. Aber ich meine, was will Rocksteady Games hier eigentlich machen? Denn hier hat niemand irgendeine Information preisgegeben, denn er hat nur eine Frage
retweetet. Darin kann natürlich eine versteckte Information sein, aber ich meine, wie gesagt, was soll Roxy Games denn da machen? Ja, er kann retweeten, was er will. Und ich bin mir sicher, wenn George Consejo wirklich an GTA 6 arbeitet, hat der Sohn definitiv Informationen zu GTA 6. Ja, wie gesagt, mein Vater zum Beispiel wird es mir auch erzählen und ich denke, er hat dann auch definitiv ein paar kleine Informationen von George Consejo bekommen, wenn er wirklich, ich betone es nochmal, wirklich an GTA 6 beteiligt ist. Hierbei bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Denkt ihr, der Sohn von George Consejo weiß etwas in Bezug auf GTA 6 und wollte uns hiermit hindeuten, dass wir was in Bezug auf GTA 6 dieses Jahr hören werden? Beziehungsweise nachdem halt GTA 5 Expanded und Enhanced erschienen ist? Oder sagt ihr einfach nur, er wollte nur Aufmerksamkeit? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns diskutieren, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich wirklich sehr, sehr supporten. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.